Moin, die Honigmann-Nachrichten vom 30. August 2012, Nummer 160. Moskau. Ein Diplomat behauptet, USA lassen Drecksarbeit in Kriegsgebieten von privaten Militärfirmen erledigen. Das behauptet zumindest Konstantin Dolgov, Menschenrechts- und Demokratiebeauftragter des russischen Außenministeriums. Das berichtete RIA Novosti. In einem Kommentar, der auf der Webseite des Außenamtes veröffentlicht wurde, äußerte Dolgov darüber Erstaunen, dass das US-Justizministerium die Ermittlungen gegen die Sicherheitsfirma Blackwater, heute Akademie, eingestellt hat. Die Firmen sollen versucht haben, die Leitung des irakischen Innenministeriums mit einer 500.000 Dollar zu bestechen, um eine Lizenz für die weitere Arbeit im Irak zu bekommen und der Verantwortung für die Erschießung von 17 Zivilisten in Bagdad zu entgehen. Trotz der skandalösen Erfahrung mit Blackwater engagierten das amerikanische Verteidigungs- und das Außenamt weiter Söldner, um unter anderem schmutzige Arbeiten in Konfliktzonen zu erledigen, sagte Dolgov. Durch ein solches Outsourcing der Staatsfunktion an Privatfirmen entgeht die US-Regierung der Verantwortung für die Verletzung des humanitären Völkerrechts. Da haben die sich noch nie drum gekümmert, die Amis. Und andere auch nicht. Nochmal Moskau. Und nochmal RIA Novosti. Die Krise in Syrien zu regeln, wenn Damaskus seine Beziehung mit dem Iran und der schiitischen Gruppierung Hezbollah abbricht. Eben das versprachen westliche Diplomaten, laut Syriens Außenminister Waled Mualem, die Krise in Syrien zu regeln. Als die Krise ausbrach, sagte uns ein westlicher Diplomat, dass dahinter die Beziehung zwischen Syrien und dem Iran, zwischen Syrien und der Hezbollah und zwischen Syrien und der Hamas stünden, sagte der Diplomat der britischen Zeitung The Independent. Wenn wir diese Frage regeln, würden sie uns helfen, die Krise zu bewältigen. Niemand hat uns aber gesagt, warum es Syrien verboten ist, die Beziehungen zum Iran zu haben, mit dem viele Golfstaaten eng verbunden sind. Mualem nannte die Namen der westlichen Diplomaten und dessen Rang nicht, äußerte aber die Annahme, dass diese Forderung an Syrien von der Position diktiert war, die in einem Bericht des amerikanischen Forschungszentrums Booking Institution dargelegt wurde. Darin wurde in einem Bericht der Weg nach Teheran dieser Standpunkt dargelegt. Wenn man den Iran eindämmen will, muss man mit Damaskus anfangen. Wie der syrische Diplomat sagte, sind die USA der Hauptakteur, der gegen Damaskus agiert. Die anderen Staaten spielen die Rolle von US-Instrumenten. Saarbrücken. Strom abgestellt, 4 Kinder sterben bei Wohnungsbrand. Von diesem traurigen Vorkommnissen berichtet der rf-news.de. Bei einem Wohnungsbrand in Saarbrücken-Burbach kamen am vorigen Freitag 2 Mädchen, 3 Jahre und 2 Jungen, 5 und 7 Jahre, ums Leben. Lediglich die Eltern und ein Säugling konnten gerettet werden. Als Ursache wurde jetzt eine brennende Kerze angegeben. Eine Woche zuvor wurde der 7-köpfigen Familie, die von Hartz IV leben muss, der Strom abgestellt. Statt jetzt die gesellschaftlichen Ursachen zu untersuchen und den Stromanbieter ins Visier zu nehmen, soll die Verantwortung auf die Eltern abgeschoben werden. Es ist ein Skandal, wenn die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen die Eltern einleitet. Nur die Möglichkeit haben sie und die wollen sie auch nutzen. Alles andere zählt bei denen gar nicht. Da es sich hierbei nicht um eine übereifrige Aktion eines Staatsanwaltes handelt, zeigt auch die Aussage des Geschäftsführers des Jobcenters, der gegenüber der Presse erklärt hat, dass steigende Strompreise kein Grund für Stromsperren sind, weil die Leute ihr Geld für andere Sachen ausgeben würden. Aha. Also wenn es nicht längst bekannt wäre, dass vor allem Hartz-IV-Empfänger und Familien mit wenig Einkommen kaum noch in der Lage sind, die ständig steigenden Energiekosten und Preise zu zahlen. Laut Stromversorgungsverordnung kann der Strom bereits nach einem Zahlungsverzug von 100 Euro abgestellt werden. Frankfurt am Main. Die Einlagensicherung sei eine Lüge. Grünen-Politiker Gerhard Schick erklärt die deutsche Einlagensicherung für unzureichend. Der größte Einzahler in diesen Topf sei die Deutsche Bank. In der Diskussion um eine Gemeinschaft europäischer Einlagensicherung
hat Schick eine Überprüfung der deutschen Systeme gefordert. Mit den Einlagensicherungsfonds garantieren die jeweiligen Bankverbände den deutschen Sparern, dass ihre Guthaben selbst im Fall einer Bankpleite nicht verloren sind. Das ist lächerlich, das hat Angie auch schon mal gesagt. Das kann sie gar nicht einhalten. Wenn es knallt, knallt es richtig und dann sind wir die Mücken los. Geht ganz einfach. Doch deren Tragfähigkeit zweifelt Schick nun an. Die Einlagensicherung des Verbandes der Privatbanken ist ein nicht einhaltbares Versprechen. Ach was, sagte er der Süddeutschen Zeitung von der Mittwochsausgabe. Als größter Einzahler sichere die Deutsche Bank damit gewissermaßen ihre eigenen Einlagen ab. Aber auch die Sicherungssysteme von Sparkassen, Genossenschaftsbanken hält Schick nicht für perfekt. Es ist plausibel, dass sich kleine Volksbanken und Sparkassen gegenseitig schützen, aber die Systeme reichen nicht aus, um Landesbanken oder die genossenschaftlichen Spitzeninstitute mit abzusichern. Das heißt, wir müssen die Banken absichern. Man muss sich das schon mal reintun, was das heißt. Das ist ein Ding, ne? Für den Fall, dass der Euro zerfällt, und darauf bereiten sich fast alle Banken in Deutschland vor, dürfen sich die Situation ohnehin drastisch verschärfen. Denn die Frage ist natürlich, ob der Euro Sparguthaben in die neue Währung überhaupt umgetauscht werden und wenn ja, zu welchem Kurs. Davon habe ich, ich glaube, auch zum Teil in Heilbronn schon einiges gesagt. Madrid. Bankenrun setzt ein. Spaniens Banken verlieren 73 Milliarden Euro im Juli. Der Run auf spanische Banken setzt sich weiter fort. So wurden allein im Juli rund 73 Milliarden Euro von den Geldinstituten abgezogen, meldete Gegenfrage.com. Ein Betrag, der 7% des spanischen Bruttoinlandsproduktes, also des BIPs, entspricht. Somit befindet sich Spanien weiter in den Fußstapfen Griechenlands und der viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone droht ein fataler Bankrott. Weit entfernt von einer Lösung der wirtschaftlichen Probleme hat die spanische Regierung der Bevölkerung Budgetkürzungen aufgelegt, die eine brutale Abwärtsspirale eingeleitet haben. Weniger Ausgaben bedeutet weniger Geld im Umlauf, ist auch ganz normal. Deflation und zieht die Wirtschaftsleistung nach unten. Dass das Land über keine eigene Währung verfügt, kann die heimische Währung nicht abgewertet werden, wie es etwa die Bank of England im Jahr 2009 in Großbritannien durchgeführt hatte. Man kann die Bevölkerung also nicht durch Preissteigerung besteuern, bleibt nur noch der Weg über Einkommenskürzungen. Das Misstrauen in die heimischen Banken hält weiter an. So werden allein im Juli Einlagen, wie gesagt, im Wert von 73 Milliarden Euro abgezogen, ein Trend, der nicht mehr aufzuhören scheint. Nicht sehr schlau, dass es in Spanien abgezogene Geld wird nach Deutschland und Großbritannien transferiert. Es liegt nun also bei den gleichen Übeltätern, nur woanders. Erschwert kommt hinzu, dass die spanische Regierung zunehmend ihre Macht über die katalanischen Regionalsregierungen verliert, die gestern ein Rettungspaket in Höhe von 5 Milliarden Euro von Madrid verlangt hat. Katalonien gilt trotz seiner Schulden als verhältnismäßig reich, konnte aber im Juli Zahlungen für den Sozialsektor nicht leisten. Laut Medienberichten fehlen 400 Millionen Euro. Wie bereits in Portugal, Irland, Griechenland geschehen ist, ist es jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis Spanien eine Notfallrettung seines maroden Bankensystems beantragen wird. Wie es dort weitergeht, kann sicherlich sich jeder denken. Natürlich wird Spanien nicht mehr lange gegen den freien Markt ankämpfen können und dem Beispiel Griechenlands folgen. Es wird die Immoblase wird immer mehr platzen. Sie pfeift aus allen Löchern, es wird Geld reingepumpt ohne Ende. Und irgendwann ist Schluss. Paris, es geht also weiter. Bankenkrise erfasst Frankreich. Crédit Agricole mit schweren Verlusten. Die Tochterbanken der Crédit Agricole in Südeuropa kosteten der französischen Großbank im zweiten Quartal über 700 Millionen Euro. Das sorgt bei der französischen Großbank für einen Gewinneinbruch von 76%. Das meldete deutsche Wirtschaftsnachrichten.de. Der Gewinn der Crédit Agricole ist im zweiten Quartal um 67% gesunken. Die drittgrößte französische Bank machte in diesem Zeitraum nur 111 Millionen Euro Gewinn. Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum 339 Millionen Euro gewesen. Die starken Verluste werden vor allem durch die Tochterbank in Italien und Griechenland verursacht.
Dies berichtete die Financial Times. Während die Gewinne der Crédit Agricole zurückgehen, bleibt die Belastung der Bank weiterhin hoch. Die griechische Emporiki belastete ihre französische Mutterbank auch noch nach der Rekapitalisierung im Juli mit 5 Milliarden Dollar. Euro. Haben wir schon Dollar? Nein, nein. Ein Problem der griechischen Bank ist, dass etwa 35% ihrer vergebenen Kredite nicht gedeckt sind. Daher versucht die Crédit Agricole Emporiki so schnell wie möglich an andere griechischen Banken zu verkaufen. In Italien schrieb die Crédit Agricole den größten Teil ihrer Beteiligung an der Intesa San Paolo ab. Diese versuchte es nochmal mit einem Verlust von 427 Milliarden Euro. So langsam gehen wir doch dem Euro-Ende entgegen auf gesamter Bandbreite. Nordengland. In der nordenglischen Region zwischen Tyrsch, Wetherby und Concert verschwinden seit Monaten Vögel spurlos, schreibt Seite 3.ch. Die Verluste sollen alleine bei den Brieftauben in die Tausende gehen. Taubenzüchter sprechen schon von einem Vogel-Bermuda-Dreieck. Seit ein paar Monaten verschwinden in der Region zwischen Tyrsch, Wetherby und Concert in Nordengland spurlos Vögel einfach weg. Alleine letzten Samstag verschwanden über 200 Brieftauben, Tausende seit April dieses Jahres. Die britische Zeitung Daily Telegraph schrieb den großen Verlusten zahlreicher Taubenzüchtervereine, die zum Teil die Hälfte ihrer Bestände verloren haben, darüber. Viele Vereine melden nun das Dreieck Thirst, Wetherby and Concert, obwohl es zu den Hotspots des britischen Taubensports zählt. Was ist da los? Fragt Seite 3ch. Wie der Daily Telegraph schreibt, können Wetterphänomene in der Region Grund für das Massenverschwinden sein. Ob es nun starker Regen war, der die Vögel zu einem Umweg zwang und die erhöhte Sonnenfleckenaktivitäten, man wird es kaum herausfinden. Vielleicht liegt es aber auch an der erhöhten Aktivität nahegelegener militärischer Abhöranlagen. Berlin, Peking. Angela Merkel wirbt in China um Kredit. Der Spiegel, ein zionistisches Verlautbarungsblatt der nordatlantischen Terrororganisation NATO, meldet am Dienstag, dass Angela Merkel, die Chefin des Regimes über Deutschland, sich auf den Weg nach China macht, um dort um Euro-Krisenhilfe zu werben. Sie ist ja schon da, wissen wir ja, haben wir ja gesehen. Staatsanleihen der Krisenstaaten Italien und Spanien soll China kaufen, meldet der Spiegel weiter. Und das, obwohl es aus Spanien gerade heute neue schlechte Nachrichten gibt, nämlich dass die Spanien tiefer in der Rezession rutscht, als wir vorher alle gedacht haben. Danke für die Information an meinparteibuch2blog.com. Wie darf man nun die Gespräche von Angela Merkel in China vorstellen? Das Parteibuch möchte Angela Merkel nachfolgend ein paar Sätze als Formulierungshilfe in die Hand geben, die in China bestimmt gut ankommen. Liebe Chinesen, bitte, bitte kauft das Zeugs. Denn wir wollen nur euer Bestes. Bitte, bitte kauft das Zeugs, denn Europa braucht Geld. Bitte, bitte kauft das Zeugs, denn der durchschnittliche Chinese ist doch noch fünfmal ärmer als der durchschnittliche europäische Herrenmensch. Und das wieder nicht gerecht noch mit den Menschenrechten zu vereinbaren. Und unser deutsches Geld ist dafür zu schade und so weiter und so fort. Die Europäische Union und die USA haben vor wenigen Wochen Sanktionen gegen den mit China befreundeten Staat Iran in Kraft gesetzt, die Wirtschaft Chinas und Europa durch ein Verbot von Ölkaufen im Iran schädigten. Frankreich hat soeben erklärt, es möchte Geld für eine Flugverbotszone, also Krieg gegen den in China befreundeten Staat Syriens, ausgeben. China hat die zweitgrößte, die am schnellsten wachsende Wirtschaft der Welt. Europa steckt in einer Rezession und die USA erwarten im nächsten Jahr eine Rezession. Im letzten Jahr hat China erklärt, dass es kein dummes Geld verleihen wird. Am gleichen gestrigen Dienstag, wo der Spiegel mitteilte, dass Angela Merkel beabsichtigt, China um Kredit anzubetteln, haben von Deutschland finanzierende Lakaien einen Plan veröffentlicht, wie sie sich in Herrschaft über die Staatsgewalt in Syrien vorstellen, wenn sie durch eine Unterstützung von Staaten wie Deutschland, Italien, Spanien geführte Terror- und Propagandakrieg die Herrschaft über Syrien gewonnen und damit die syrisch-iranische und somit auch die syranisch-chinesische Freundschaft zerstört haben. Auf Antwort Chinas auf die deutsche Bettelei um Kredite, um damit die Zerstörung von China befreundlicher Staaten finanzieren können, ist derzeit noch nichts bekannt. Daran ändert sich auch nichts durch die gerade abgeschlossene Airbus-Bestellung von über 3,5 Milliarden Euro
von 50 Flugzeugen. 100 hatten sich unsere Hanseln nämlich vorgestellt. Washington, US-Militärplan, angeblichen Staatsstreich und Anschlag auf Obama. 4 US-Militärangehörige haben einen Staatsstreich und einen Mordanschlag auf Präsident Barack Obama vorbereitet, berichtet die Detroit Free Press in der Nacht zum Mittwoch, falls Politeia unter Berufung auf RIA Novosti meldete. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten die Verschwörer Waffen und Sprengstoffe $87.000 gekauft. Sie hatten vor, eine Reihe von strategischen Objekten einzunehmen und den Präsident zu töten. Zu diesem Zweck wurde die illegale Organisation Forever Enduring Always Ready, FEAR, unter Leitung von Soldat Isaac Aguigi gegründet. Im Dezember tötete die Gruppe laut Ermittlungsangaben ihren Komplizen und dessen Freundin aus Verdacht. Die beiden könnten die verbrecherischen Pläne an die Behörden verraten haben. Als Motiv für den Staatsstreich diente ihnen laut der Ermittlung ihre Antipathie für Präsident Obama. Alle Teilnehmer des Komplotts sind inzwischen verhaftet worden, hieß es. Teheran. Vorschlag Irans für Waffenstillstand in Syrien. Der iranische Vizeaußenminister für Afrika und den arabischen Raum hat von dem iranischen Vorschlag für die Herstellung eines Waffenstillstandes in Syrien und die Beendigung der Auseinandersetzung in diesem Land in die blockfreien Bewegung in Teheran berichtet. Hossein Amir Abdullahian hat am heutigen Mittwoch am Rande des Außenministerkonferenz der blockfreien Bewegung vor Reportern gesagt, der iranische Vorschlag an die Mitglieder der blockfreien Bewegung zur Lösung der Krise in Syrien ist die Empfehlung eines Waffenstillstandes sowie die Durchführung dreimonatiger nationaler Versöhnungsgespräche. Der iranische Vizeaußenminister sagte, dass man den Vorschlag den Außenministern und Staatsoberhäuptern der blockfreien Bewegung übermittelt habe, Entschuldigung, und eine endgültige Entscheidung zum Abschluss des Gipfels bekannt geben werde. Abdullahian fügte hinzu, diesbezüglich haben wir mit dem syrischen Minister für nationale Versöhnung Ali Haidar sowie oppositionellen Gruppen gesprochen. Das Gehirn in unseren Herzen. Unser größtes Potenzial erschließen wir uns, wenn wir Verstand und Herz in Einklang bringen. PravdaTV.wordpress.com erläuterte das weitschweifend, hier ein kleiner Teil davon. Wissenschaftliche Studien aus Neurokardiologie zeigen, dass das Herz ein eigenes Gehirn mit einem eigenen Nervensystem, Herzgehirn mit ca. 40.000 neuronalen Verschaltungen, hat. Es ist damit fähig zu empfinden, sich zu erinnern, zu lernen und unabhängig vom Kopfgehirn Entscheidungen zu treffen. Dabei führen mehr Nerven zum Herzen als zum Gehirn oder umgekehrt. Wobei das Herz auf 5 verschiedene Wegen seine Informationen an Hirn und den restlichen Körper weiterleitet. Und zwar erstens mechanisch-biophysisch durch Blutdruck und Pulswellenlaufzeit im Blutstrom. Zweitens biochemisch über Hormone und neurochemische Botenstoffe, die im Herzen produziert sind, mit 10 bis 100 Meter pro Sekunde gesendet werden. Drittens elektromagnetisch. Bei der Kontraktion des Herzens entstehen elektrische Signale, die über seine elektromagnetischen Feld mit ca. 300.000 km pro Sekunde weitergeleitet werden und zudem 6.000 Mal stärker als das Hirn ist. Viertens neurologisch durch das Nervensystem. Fünftens mit dem Bindegewebssystem seine Piezoelektrizität als Halbleiter für Energie und Informationen, die gespeichert, gefiltert, verstärkt und verarbeitet werden. Diese unaufhörlichen Meldungen über den Zustand des Herzens an das Gehirn und die übrigen Körper helfen dem gesamten System, dessen Spielleiter das Herz ist, eine zunehmende Ordnung, die Frequenzkopplung, bewusst und letztlich Kohärenz, Herzratenvariabilität, HRV, herzustellen. Dann wird auch oft mal ein Schuh draus, wenn wir wissen, dass Informationsträger insbesondere auch Wasser sind oder Wasser ist. Und dass das vor kurzem sehr groß, haben wir auch drüber gesprochen im Blog und in den Nachrichten, sehr groß herausgestellt worden ist. Im Moment ist richtig was in Bewegung. Nördlinger Ries.
Wieder wird Angst geschürt und Buh gemacht, das kennen wir doch schon, ne? Hausdurchsuchung und Beschlagnahme beim Julius Hensel Blog unter julius-hensel.com zu erreichen. Am Montagvormittag wurden im Rahmen eines Durchsuchungsbefehls vom 11. Juli 2012 wegen Verdacht der Holocaustleugnung und Volksverhetzung meine Räumlichkeiten durchsucht und Computer beschlagnahmt, schreibt der Johensel-Blog. Dadurch derzeit völlig in Wirrwarr und greife vom Rechner eines Freundes und Lesers auf das Netz zu. Alles sehr kompliziert, morgen mehr. Artikel müssen noch warten, aber Kommentare werden freigeschaltet und wenn ich das wenigstens täglich mache, egal wie. Ich meine, dass die Ämter neue Computer benötigen, dass sie sich auf diese Weise die besorgen, wie auch immer. Meine sind übrigens auch noch nicht zurück, eventuell verdunsten die ja noch. Die Begründung ist auch immer wieder die gleiche und anschließend kann sie nicht eingehalten werden. So auch bei mir. Um auf meinen Fall sprechen zu kommen, der Paragraph 130 ist wohl vom Tisch, dass ich immer wieder Gruß der Honigmann darunter setze, stimmt sie allerdings missmutig und würde die Zustimmung des jeweiligen Beitrages hervorheben. Wenn man nichts mehr hat, muss man sich ja irgendwo dran festhalten können. Sie versuchen es mit aller Gewalt. Wenn sie nichts kommen und wenn du das Gegenteil beweisen kannst, sind sie meckrig, missmutig. Was? Welche Logik steckt da eigentlich hinter? Sie haben Angst, dass das System über kurz oder lang, ich behaupte mal bald eher kurz, demnächst kippt. Und wenn dann noch hausgemachte Flöhe zutage kommen, ja. Das war es dann mal wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und wir sehen uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.